So, dann lass uns doch mal schauen, welche Energien uns hier zum Wochenende erwarten werden. Und die Karten haben sicherlich einen Rat für uns, der uns auch ja energetisch vielleicht Klarheit bringt, vor allem was gerade so ansteht. Nichtsdestotrotz, denk natürlich wie immer dran, das ist ein allgemeines Reading, also schnapp dir die Informationen, die für dich hier relevant sind. Das kann das komplette Reading sein. Manchmal ist es aber der eine magische Satz, das eine magische Wort, das hier mit dir in irgendeine Art von Resonanz geht, wo du vielleicht eine Gänsehaut kriegst, ein Aha. Also ja, erlaube dir wirklich, dir herauszupicken, was für dich gerade essentiell und wichtig ist. Nichtsdestotrotz uns allen ja, ein ganz, ganz tolles Wochenende schon mal in diesem doch sehr wetterunbeständigen April. Es geht um die Wochenendenergie vom 8. bis 10. April 2022. Natürlich kann dieses Reading auch ja noch bis in den Montag reinreichen, ist natürlich auch klar. Die Energie schneidet sich ja nicht genau um Mitternacht ab, ne? So, aber wir schauen mal, worum geht es an diesem Wochenende? Was wollen die Karten uns wissen lassen? Was wollen die Energien uns wissen lassen für dieses Wochenende? Und einfach mal, was uns da so erwartet, was der Rat ist, den wir brauchen. Wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich hier benutze, du siehst sie ja hier stehen, aber auch in der Infobox unter diesem Video kannst du mal reinschauen, da habe ich die für dich aufgeführt. So, als erstes haben wir die Karte Walking in Beauty. Und ganz, ganz simpel gesprochen, vielleicht geht es darum, einfach mal trotz des seltsamen Wetters, also hier in Berlin zumindest, super Aprilwetter einfach, der April macht, was er will. Trotz des Wetters, dich vielleicht warm anzuziehen, rauszugehen, die Schönheit der Natur zu genießen. Und es ist ein Thema, was wir neulich auch auf meinem Instagram-Kanal diskutiert hatten, als es darum ging, um das Thema, kannst du lieben, auch wenn du es nicht tust. Und jetzt kann man sich ja schon auch beleidigt in die Ecke setzen und sagen, ja, es ist Wochenende, irgendwie hätte ich gedacht, das Wetter kann ja mal schön sein, jetzt ist hier so all oder so. Aber auch die Schönheit im Chaos zu erkennen. Und, ne, und wenn ich jetzt über Wetter spreche und das chaotische Wetter, dann meine ich natürlich sinnbildlich auch die chaotischen Züge in deinem Leben. Alles, was vielleicht gerade nicht in Ordnung ist. Auch da versuchen, die Schönheit zu erkennen, weil wir haben hier den Spirit Keeper of the South. Da liegt ganz, ganz viel Fruchtbarkeit und Möglichkeit drin. Also nicht beleidigt, sich in die Ecke zu setzen, wenn bestimmte Dinge nicht gleich hundertprozentig funktionieren, wenn du vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas Neues lernst und sagst, oh, ich habe das immer noch nicht kapiert, ach, vielleicht kapiere ich das ja nie oder bestimmte Dinge einfach schwierig sind. Du das Gefühl hast, ich stecke gerade in so einem Nadelöhr fest und ich klopfe da nicht raus, es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts. Naja, aber doch, wenn du dir erlaubst, die Schönheit der Möglichkeiten zu sehen in deiner aktuellen Situation, dann erkennst du auch, was da für Fruchtbringendes in dich drinsteckt und dass du da mehr als gestärkt, im Grunde schon total transformiert daraus hervorgehen kannst und dir dafür die Zeit zu nehmen am Wochenende, die Zeit zu nehmen, um da mal hinzuschauen, um dich darauf einzulassen, kann dir ein unfassbares Heilungsgefühl geben. Und vielleicht ist es gerade deswegen auch sinnvoll, dass das Wetter so scheiße ist, weil du dir durch den Sturm draußen vielleicht den Kopf frei schießen lassen kannst. Deine Gedanken vortreiben lässt, mehr ins Fühlen gehen kannst, ja, und dich vielleicht eben auch in eine Art Rückzug begibst, der dich heilen lässt, weil du einfach mal Zeit mit dir selbst, mit deinen Emotionen, mit deinem Sein, mit dem Thema, das dich gerade beschäftigt, auseinandersetzen kannst und du dich nicht ablenkst durch, ja, oh, wir machen mal eine Grillparty und schönes Wetter und da, sondern wirklich ankommst in der Erkenntnis, welch krasse Möglichkeit zum Wachstum, zur Transformation, zu meiner inneren Größe und Weisheit steckt in der aktuellen Situation. Und das ist schon, wenn du mich fragst, ziemlich genial, wenn auch nervig. So, gucken wir mal, was unsere Engelkarten dir genau zu dieser Situation vielleicht noch an Antwort oder Rat geben wollen, womit du dich gut an diesem Wochenende beschäftigen kannst. Und wenn du sagst, oh mein Gott, das Thema gerade, ich muss die Frage noch formulieren, dann vielleicht klick kurz auf Stopp, bis du sie hast. Oder ja, bist das, ja, das Thema und das geht es mir gerade. Und dann startet das Video nochmal neu, dass du wirklich sagst, okay, diese Karte, die jetzt hier kommt, die gibt dir einen direkten Hinweis auf deine Frage oder auf das Thema, mit dem du dich gerade auseinandersetzt in deinem Leben. Und da haben wir sie schon.
die Karte sagt, da gibt es noch was Besseres. Es gibt eine bessere Lösung, es gibt eine bessere Herangehensweise. Oftmals sind wir ja sehr verstrickt in entweder oder, schwarz und weiß, und übersehen vielleicht die ganzen Schattierungen dazwischen. Und offensichtlich gilt es darum hinzuschauen, vielleicht noch eine dritte Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die du bisher noch gar nicht auf dem Schirm hattest und die dir vielleicht wieder eine innere Ruhe bringt, die dich in eine Ausgeglichenheit bringt, einfach weil du sagst, ja, das gibt es ja auch noch. Und warum das nicht nochmal ganz anders betrachten, die Dinge, und nicht nur, naja, entweder da oder da. Vielleicht gibt es einen Mittelweg, vielleicht gibt es eine dritte Möglichkeit, die besser ist als das, was du bisher in Betracht gezogen hast. Und dann kommt hier noch, es gibt überhaupt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Es ist alles gut, auch wenn du es gerade nicht so empfindest, aber es ist alles gut. Das resoniert ja auch wieder hier mit der ersten Karte. Ja, sieh die Schönheit der Dinge, sieh die Schönheit in dem, wo du gerade steckst, sieh die Möglichkeiten. Es gibt keinerlei Grund, sich Sorgen zu machen, keinen. Und wenn du doch in irgendwie so ein Gedankenkonstrukt reinkommst von, naja, aber trotzdem, bei mir ist doof, dann haben wir hier nochmal den Hinweis, dann frag deine Engel, Schutzengel, Seelenengel um Unterstützung. Und wenn du jetzt sagst, Denise, also mit dem Engelzeug kriegst du mich jetzt nicht, sieh das mal ein bisschen weiter. Sieh jetzt nicht nur das so als spirituell oder Engel, Bibel, ja, sondern auch die Engel in deinem Leben. Also es kann ja auch ein Partner, eine Partnerin sein, ein Freund, eine Freundin, die dir sehr, sehr nahe stehen. Also wenn hier steht, frage deine Engel, ja natürlich, du kannst beten, du kannst Schutzengel fragen, du kannst Erzengel fragen, du kannst deine verstorbenen Ahnen fragen. Oder einfach lebende Menschen, die dir sehr am Herzen liegen, die dir vielleicht auch sehr, sehr wohlgesonnen sind und dir ein guter Ratgeber sind auf deinem Weg und die dir neue Klarheit und neues Licht bringen. Der Engel deines Lebens. Ja, also sieh das mal so ein bisschen offener. So, vielleicht reicht dir das schon als Botschaft für das Wochenende. Dann kannst du mit diesen Informationen jetzt wunderbar gehen. Vielleicht magst du aber auch noch ein paar weitere Details haben. Dann ziehe ich jetzt noch mal ein paar Karten aus dem verzauberten Wald-Tarot. Und dann schauen wir uns noch an, was ist die Spirit-Junkie-Botschaft, der clevere, weise Rat. Und auch, was an diesem Wochenende tut dir genau gut aus unserem Self-Care-Oracle. Genau, also vielleicht wunderschönes Wochenende, wenn dir das jetzt hier schon reicht und du damit schwanger gehen möchtest. Oder wenn du sagst, noch ein paar Infos, ein paar Details mehr sind mir auch noch lieb, dann bleib jetzt einfach hier dran und ich mache mal die Kamera runter, dann siehst du hier die Karten, die wir gerade schon hatten. Und jetzt habe ich hier meinen schön gebauten Turm gerade zerstört. So. Ich Platz brauche zum Mischen. So, wie gesagt, wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich benutze, die findest du in der Infobox unter diesem Video. Sag mal jetzt mal hier einen Mist. Ach. Siehste, April. Bin genauso verwirrt wie das Wetter. Na, das wird ja hier nichts. Alles durcheinander hier in meinen Karten. So, jetzt aber. Jetzt aber. So, entschuldige. So, ich hoffe, ich habe sie alle ordentlich. Aber du siehst, Verwirrung ist immer noch das Thema, auch an diesem Wochenende. Ne? Dieses Gefühl von, ach, ich weiß nicht, irgendwie ist mir alles so unklar. Also, aber wie gesagt, wir versuchen ja im Chaos auch die Schönheit zu sehen. Und gucken dann mal, was wir vielleicht noch für Botschaften haben. Für dieses Wochenende, 8. bis 10. Wir haben den Sucher der Herausforderungen. Das ist ja schon mal geil. Also vielleicht bist du auch jemand, der Drama initiiert, weil es so viel Spaß macht, Probleme zu lösen. Es gibt ja Menschen, die es nicht ertragen können, wenn die Dinge zu schön sind. Die anfangen zu manipulieren und zu sabotieren, die so eine Art Selbstsabotage angehen, weil sie es nicht ertragen können, wenn die Dinge so schön sind, weil sie nicht ertragen können oder es nicht sich erlauben können, anzunehmen, dass sie es auch in total gut und schön verdient haben. Okay, da kommt nichts mehr. Und da haben wir hier also diesen Sucher der Herausforderung. Und das kannst du sein, das kann aber auch eine Person in deinem Leben sein. Guck mal, wie es für dich mehr resoniert.
Aber das ist genau das, der Sucher der Herausforderungen, ich bin gewappnet, ich habe mich gerüstet für alle Herausforderungen des Lebens, was ja auf der einen Seite total super ist, dass du oder die Person, um die es dir geht, mit der du dich gerade auseinandersetzt, da gerüstet ist. Die Frage ist halt, muss das überhaupt sein? Weil das ist so ein bisschen, die Sonne scheint, dein Leben ist mega toll. Und du traust dem Frieden nicht, du oder die Person, ne? Also geht ja hier in beide Richtungen, guck, was mehr resoniert. Traust dem Frieden nicht und initiierst Drama, Verluste, Probleme, damit sie wieder gelöst werden können, weil dann hast du was zu tun, statt dich zu entspannen und hineinzugeben in, wenn es schön ist, dann lass es uns doch genießen und schön sein. Und wenn wirklich ein Drama kommt, dann können wir uns ja immer noch darum kümmern. Aber das ist ja, sieht ja alles so ein bisschen hausgemacht aus. Ja, und dann passt natürlich ja auch die Karte, da gibt es einen besseren Weg und es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, auch noch dafür, weil vielleicht bist du so daran gewöhnt, dir Sorgen zu machen, dass du die Schönheit nicht erkennen kannst. Ja, also vielleicht läuft dein Business gerade total toll und du traust dem Frieden nicht und suchst schon nach und wenn keiner mehr bucht und wenn keiner kommt oder du hast Geld auf dem Konto und bist trotzdem so, ja, aber was ist, wenn es weggeht? Aber was ist, wenn es weggeht? Und übersiehst die Freude, die du gerade haben könntest. Vielleicht bist du mega verliebt, hast eine total tolle Partnerschaft und sabotierst dich dadurch, weil du dem Frieden nicht traust, dass du es verdient hast, dass es auch mal einfach das Perfekte sein kann. Vielleicht hast du einen neuen Job gestartet, warst in deinem alten Job irgendwie unglücklich und sabotierst dich dadurch, weil du sagst, ja, irgendwie, wer weiß, wie lange es dauert, dass das gut ist. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie eine ergänzende Botschaft doch noch mal rauskriegen, was es jetzt zu tun gibt. Außer halt, there's no need to worry. Und ja, frag doch mal deine Engel um Rat. Verbind dich doch mal mit, ja, Engelherzensmenschen, die dir da noch mal an der Seite stehen können. Was haben wir hier noch? Ja, der Lord des Waldes. Entspann dich doch mal rein. Es gibt keine Schlachten zu schlagen. Die Schlachten liegen in der Vergangenheit. Es gibt aktuell nichts, woran du dich hochreißen, aufreiben müsstest. Es gibt nichts zu tun. Es ist absolute Harmonie und Freude in deinem Leben. Aber irgendwie, glaube ich, hast du so lange gekämpft in der Vergangenheit, dass du dem Frieden einfach nicht trauen kannst. Dabei hast du dir genau das kreiert, was du haben wolltest. Es darf alles schön sein, wenn du es nur annimmst und erkennst. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. There's no need to worry. Du bist in der absoluten Fülle, Spirit Seeker of the South. Es ist alles gut, aber bitte, bitte heile deine Wunden der Vergangenheit. Heile aus, weil du hast gerade die absolut grandiosen Möglichkeiten für dich und deinen Weg. Und sabotierst es dir selbst. Ne? Ich sage nochmal, wenn ich jetzt du sage, kann aber auch die Person gemeinsam, mit der du es zu tun hast, es muss jetzt nicht du sein, ja, sondern du beziehungsweise die Person, mit um die es dir geht. Und guck doch mal, ob du dir nicht genau, ob du nicht genau reif dafür bist, das anzunehmen, was Geiles in deinem Leben ist. Und dass der Weg, den du da gegangen bist, natürlich nicht immer geradlinig war und nicht immer toll war und nicht immer leicht war. Aber was wäre denn, wenn du anerkennst, dass du absolutes, geniales Potenzial hast für deinen Weg, dass genau das, wo du gerade stehst, mega ist? Die Frage ist halt, was machst du draus? Oder sabotierst du dich da rein, dass du es kaputt machst? Dass du es kaputt machst, weil du denkst, ich traue dem Frieden nicht, ich habe es eh nicht verdient. Hält. Oder ich beende lieber die Geschichte, bevor mir das Herz gebrochen wird. Oder vielleicht auch jobmäßig, vielleicht kennst du das, dass du mal Ideen vorgebracht hast und ein anderer wurde dann dafür gelobt, aber eigentlich war es deine Idee, aber ein anderer hat die Lorbeeren geerntet, jetzt sage ich gar nichts mehr, dann behalte ich es halt für mich. Ja, aber du eigentlich nur dabei dich selbst und auch die neuen Menschen deiner Umgebung schädigst, schadest. Und die Aufforderung hier, wirklich in diesem Vertrauen zu bleiben, es ist alles gut. Es ist gerade alles gut. Bitte genieß das doch. Bitte erkenn das doch an. Und entspann dich rein. Und ich meine, wir haben die Sonnenkarte hier. Zwei, ja, die stärkste Karte im Tarot. Es geht nicht besser. Du bist auf der Sonnenseite deines Lebens. Da ist gerade ein Schritt weiter.
und du hast alles, was du dir immer gewünscht hast, einen Schritt weiter, geh noch diesen Schritt. Und es gibt ein mega geniales Buch, dessen Titel ich gerade vergessen habe. Aber weil es ja mein Video ist, kann ich ja in diesem Video machen, was ich will. Ich sagte den Titel. Ich glaube, es gibt es nicht auf Deutsch. 3 Feet from Gold heißt es. Also 3 Schritte entfernt vom Gold. 3 Feet from Gold, updated anniversary. Turn your obstacles into opportunities. Dreh deine Herausforderungen in Möglichkeiten. Veröffentlicht von der Napoleon Hill Foundation, von Think and Grow Rich. Ne? Und da geht es eben auch um Unternehmergeschichten. Ich glaube, 35 Unternehmergeschichten sind das, die eben sagen, wenn ich aufgegeben hätte, aber ich bin die einen Schritt weitergegangen, den einen Schritt, weil das die absolute Erfüllung, du bist da schon. Also greif's und erlaube dir anzuerkennen, dass du es haben darfst. Das ist der Rat der Karten für dich an diesem Wochenende. Auch hier nochmal der Hinweis, guck mal, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, um das wirklich auch zu spüren und genießen zu können, um da in dich zu gehen an diesem Wochenende. Das wird dir gut tun, wenn du mal anerkennst, wie weit du gekommen bist auf deinem Weg. So, was haben wir hier noch an abschließenden Botschaften für dich? Ja, I accept the gifts I've been given as a high service to the world. Ich akzeptiere die Geschenke, die mir gegeben worden sind. Ich akzeptiere die grandiosen Geschenke, die mir gegeben worden sind. Die geile Partnerschaft, mein geiles Talent, meine tollen Kunden, das Geld auf meinem Konto, Komplimente, ein super Jobangebot, tolle Freunde. Ich akzeptiere die Geschenke, die mir gegeben worden sind, die Gaben, die ich habe. Ich akzeptiere es, weil daraus kann ich auch für die Welt wieder was verwandeln. Damit mache ich auch was für meine Umgebung. I honor my self-worth by asking for what I want. Ich ehre meine Selbstachtsamkeit, meinen Selbstwert, indem ich um das bitte, was ich haben will. Was willst du denn haben? Sich darüber klarzumachen, ist vielleicht auch nochmal hilfreich. Aber eigentlich hast du alles, was du haben wolltest. Aber akzeptiere das, dass es geil ist. Und geh nicht gleich in irgendeinen Mangel rein oder ein, oh, was wäre wenn? Jetzt ist gerade gut. Ja, dann haben wir hier, I breathe calmly and easily. I'm safe in this moment. Ich atme ruhig und leicht. Ich bin sicher in genau diesem Moment. Ich bin sicher, ich bin beschützt. There's no need to worry, sagte uns die eine Karte. Und the difficult relationships in my life are the perfect mirror for me to look more closely at my own behavior. Also wenn du irgendwo das Gefühl hast, hier läuft was unrund in Partnerschaften, Partnerschaft jetzt, ob Liebe, Business, Freundschaft, Familie, also irgendein Kontakt mit irgendeiner Person oder einem Personenkreis, wenn es jetzt auf der Arbeit vielleicht mit einem Team ist, was sagt das über dich aus? Das ist der direkte Spiegel, wie du auf die Welt schaust. Es hat nichts mit den anderen zu tun. Es ist nur der Spiegel, was du siehst in dir selbst. Schau da vielleicht nochmal hin. Da sind wir dann wieder beim Thema Selbstsabotage. Ich rüste mich für irgendwelche Herausforderungen, die gar nicht da sind. Liegt hier nicht. Da ist nichts, wovor du dich rüsten müsstest. Mhm. So, was wir an diesem Wochenende vielleicht noch uns Gutes tun können, schauen wir mal, was wir hier haben. Kümmere dich mal um deine Gesundheit. Genau, da haben wir es wieder hier. Medicine Man, Medicine Woman. Also für den einen oder anderen, der hier zuschaut, kann das in der Tat ein Hinweis sein von, bitte check mal bei deiner Gesundheit. Ja, also das kann definitiv ganz genauso gemeint sein, wie es hier abgebildet ist. Also weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendeinen Termin auszumachen, mal wieder einen Zahnarzttermin zum Zähnechecken, irgendeinen anderen Check-up-Termin, mal Blutwerte checken oder irgendwas, was du vor dir her schiebst, wo du sagst, ach, das ist längst mal wieder dran. Ja, also vielleicht ist es an der Zeit, da mal wieder ein paar Termine auszumachen. Aber in dem, was jetzt hier liegt, würde ich es eher deuten als den letzten Heilungsschritt zu gehen, dieser letzte eine Schritt, der noch fehlt, um anzuerkennen, wie weit du gekommen bist und dass alles möglich ist, dass du in der Mitte der Fülle bist und dass es darum geht, dir zu erlauben, es auch zu nehmen, anzunehmen. Und dieser eine kleine Schritt, der fehlt noch zur absoluten Glückseligkeit und um das anzunehmen, die Schönheit des Lebens. Die Liebe des Lebens, die Liebe für dich selbst, die Liebe in allem, was du tust, ist sowas bei dir, wenn du dir erlaubst, deinem Herzen zu folgen, deinem Herzen und nicht durch den Kopf dich durch irgendeinen Scheiß durchmanövrierst und dich selber sabotierst. Ja.
und die Dinge, die dir wichtig sind, sabotierst. Und da nochmal in den letzten Heilungsschritt zu gehen, das ist es. Ja, vielleicht ist das ja auch dieser Mittelweg, dieser dritte Weg. Ja, nicht das oder das, sondern nochmal hinschauen bei mir selbst. Dann wird das genial. So, ich wünsche uns allen ein wunderschönes, ein freudvolles, ein liebevolles, ein selbstliebevolles Wochenende. Genieß es und dann schau gerne rein zu den Sternzeichen-Quickies, was für jedes Sternzeichen hier nochmal im Detail ansteht in der neuen Woche. Das ist ja jetzt allgemeine Wochenendenergie, aber dann nochmal zu schauen. Ich veröffentliche die immer sonntags, die Sternzeichen-Quickies, was dich so in der neuen Woche erwarten wird. Und wenn du es noch nicht getan hast, schau vielleicht auch in die ausführlichen April-Readings rein. Die findest du ja alle in meiner April-Playliste, auch nach Sternzeichen sortiert, was der Monat so speziell für dich bereithält. Ich danke dir fürs Einschalten, freue mich natürlich wieder über Daumen hoch, gefällt mir, schreib in die Kommentare, inwiefern das Reading mit dir in Resonanz gegangen ist. Und dann danke ich dir fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, deine Denise.